Ja, was geht ab, Leute? Wir reagieren auf ein neues Video von Mustihaft, ja, den kleinsten YouTuber Deutschlands. Tallehorns müssen gestoppt werden. Let's go. Tallehorn, ich geb dir einen Stich, bin der Patron. Tallehorn, du machst mal. Yo, YouTube, was geht ab? Mustihaft hier, aka Mustihaft. Das ist ja mein Multihaft-Intro. Yo, was geht ab, YouTube? Wir reagieren heute auf Tallehorns. Frag nicht, warum ich heute so aussehe, als ob ich gleich Mittag. Aber ja, Tallehorn ist wohl so ein neuer Trend auf TikTok. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Boah, der Mossi sieht aber auch absolut aus wie ein Tallehorn. Der könnte so durchgehen, ne? Wir haben vor kurzem, was heißt vor kurzem, vor 2 Jahren, haben wir einfach auf so einen Typen reagiert mit so einer Brille. Ich habe ihm sogar noch gesagt, er soll bitte bei Mathe bleiben und keine Musik mehr machen. Er hat damals diesen Tallehorn-Song rausgebracht. Und damals, das hatte auch nur 10.000 Aufrufe oder so. Guck mal, wo er jetzt einfach, er hat es einfach geschafft. Er hat mich gef***. Ja, er hat es mit dem Song geschafft und seitdem gibt es so einen neuen Tallehorn-Trend, dass jeder sich so verkleidet, irgendwie zum Tallehorn wird. Und ich will einfach sagen, Intro! Musti stopp, missgeboten! Musti stopp, missgeboten! Let's go! Tallehorn, ich geb dir ein Stich, ich bin der Patron. Tallehorn, du machst mal Delle, du sagst mir Pardon. Der rechte sieht ja schon aus wie ein Tallehorn, aber der linke, ich weiß nicht, der sieht eigentlich noch fresh aus, Digga. Ich würde nur die Kette weglassen. Also, erstmal an die ganzen, die angefangen haben in diesen Videos zu spucken. Ich spuckt er auf den Boden. Ich hab als allererstes die Kamera angespuckt. Auf einmal jeder spuckt die Kamera an, Digga. Ich hab als erstes angefangen. Sie ist immer. Hört auf in euren Videos zu spucken. Tallehorn, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Tallehorn, du machst. Also ich sag mal so, der linke Bruder, der scheint mir jetzt nicht wirklich so Tallehorn, aber der rechte, Abo, der hat ihn auch, glaube ich, zu diesem Video überzeugt, ne? Den merkst du, guck mal, den merkst du direkt an diese Hose und an diese Tasche, Bruder. Das ist ein richtiger Tallehorn. Habt ihr den Trend jetzt verstanden? Ich hoffe schon, denn jetzt geht's weiter. Tallehorn. Wallabilla, was da hinten in der Ecke passiert? Irgendeiner ist aufgestanden. Ich geb dir echt, ich bin der Patron. Gucken. 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 Gucken, ob ich für Hannover bereit bin. Video hat nicht mal angefangen, der Bruder macht schon. Das ist ein richtiger Tallehorn. Lederjacke mit Athlet, Bruder. Das ist ein Tallehorn. Ey, steh nicht so hinter mir, Mann. Ich bekomme Flashbacks. Ich bekomme Flashbacks. Heute wird nicht, was für Flashbacks bekommst du? Wenn du so hinter mir stehst, Bruder. Hey, hey, hey. Weiter geht's, Prototyp Tallehorn. So viel Tallehorn um mich rum. Spuck in dein Gesicht, denn du siehst aus wie ein Huhn. Rauch die letzte Kippe von Rotanhof, mach mich stumm. So viel Tallehorn. Bruder, weißt du, was das Lustige ist? Tallehorn sind höhere Tornado-Kicks. Bruder, warum? Alter, was hab ich verpasst, Digga? Was ist das alles für Videos, ne? Kann, aber dieser Brille schafft es gerade mal so. Was ist das? Jetzt warte, ich bin. Guck mal, eigentlich, ich bin ein wahrer Tallehorn. Acht auf die Tasche, acht auf die Tasche. Oh. Der hat sich einfach selber K.O. geschlagen. Stopp, Mann. Boah, der war krass. Boah, der war echt hoch. Ich bin ein wahrer Tallehorn. Weißt du, Schwein? Wahrer Tallehorn. Tallehorn, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Bruder, ich frag mich auch immer, gegen was die Boxen, Bruder. Mach einfach so am. Außerdem habe ich noch nebenbei Tipps für Tallehorns. Falls ihr Tallehorns in der Straße irgendwo begegnet, ich kann euch ans Herz legen, geht am besten irgendwo, wo so eine Touristengegend ist, wo es ruhig ist, wo nicht so viel abgeht, weil da seht ihr wahrscheinlich keine Tallehorns. Geht ihr nach Hamburg, nach Berlin, in so eine Innenstadt, da werdet ihr sehr viele Tallehorns sehen. Dort habe ich natürlich auch ein paar Tipps. Frankfurt, Digga, Frankfurt, über was? Für Leute, die Angst haben vor Tallehorns. Erster Tipp, wenn du einen Tallehorn siehst. Erkennst du direkt an dieser Gucci-Tasche. Wechsel die Straßenseite. Es ist sehr wichtig. Zweiter Tipp. Meide Blickkontakt. Wenn du keinen Blickkontakt mit ihm hast, dann heißt es auch kein Stress. Kommt es aber dazu, dass er auch die Straßenseite wechselt und dich anspricht. Dritter Tipp, und der ist ganz wichtig. Geh auf die Knie, mach au, au, au. Jeder Tallehorn hat Angst vor Hunden. Deswegen werden sie wahrscheinlich in diesem Moment denken, tamam, okay, Khalas, wir wollen keinen Stress mit ihm. Sehr wichtig, vertraut mir, der wird klappen. Tallehorn Level 14. Oh nein. Tallehorn, Schmuggel, Haschisch und Kaptagon. Tallehorn, ich mach Massari, bald den Gipagon. Der holt einfach Wasserpistole raus. Sei voll mit dem neuen Song. Tallehorn, Schmuggel. Warte mal, der Typ hat
einen neuen Song und ich kenne den nicht. Und der hat sogar wieder Talahun eingebaut. Der Bre baut sich seine Karriere nur auf Talahun auf. Auf das Wort Talahun. Talahun, Schmuggel, Haschisch und Kap. Ja, war schlau, ne? Talahun, ich mach mal. FFM ist Talahun Ausbildungszentrum. Ich schwöre. Er hat mich. Ich bin so stolz auf ihn. Ich habe damals gesagt, er soll mit Mathe anfangen, er soll irgendwas anderes machen, er soll Schule weitermachen. Walla, er hat mich. Er hat sich eine ganze Karriere aufgebaut. Ich bin stolz auf dich, Walla. Weil du nicht auf mich gehört hast, ich bin stolz auf dich. Du bist deinem Traum nachgegangen. Du bist ein wahrer Talahun. Talahun, ich geb dir echt, ich bin der Blasarmer. Sogar dieser Typ hat angefangen. Ach du Da seht ihr mal, wie schnell sich Talahuns verbreiten können. Die sind wie ein Parasit. Wie ein Parasit. Wie ein Parasit. Guck dir das an, Bruder. Ich glaub es nicht wirklich. Talahun, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Talahun, du machst Margarita, du sagst mir Pardon. Talahun, ich geb dir echt. Zeig nochmal auf Polizei, weißt du, weil hier, die führen mich gleich ab. Ich bin ein wahrer Talahun. So, der Trend hat aber auch zum größten Teil mit diesem Video hier begonnen. Da sind drei Jugendliche oder so in einem Mediamarkt und die haben da einfach so einen Lautsprecher angemacht. Ach du Scheiße. Mediamarkt drinne und haben diesen Song Talahun abgespielt. Nach diesem Video wurde, glaube ich, dieses Talahun erst recht richtig im Trend. Ach du Scheiße, Digga, aber Bruder, wie unangenehm ist sowas. Warum, wie lebt dieser Stuhl noch lang? Ich kann nicht mehr, Bruder. Ich kann nicht mehr. Was ist diese Scheiße? Bruder, ich bin kein Talon mehr. Ich scheiß drauf. Ach du Scheiße, ich scheiß drauf, Bruder. Ich will kein Talon mehr sein. Laser Luca als Talon bevor GTA 6. Talon, ich geb dir ein Stück. Komm her. Talon, du machst Margarita, du sagst mir Pardon. Çoktan sona erdi. Okay. Gözyaşım uğruna tüken. Was zum Teufel passiert hier, Bruder? Ich sag doch, wie ein Parasit. Einfach, er steckt jeden an, Bruder. Jeder ist Talahun geworden. Sogar Laser Luca. Ich glaub es nicht. Aber wollt ihr wissen, wie er richtig zu einem Talahun wird? Dann guckt euch dieses Video an. So, Bruder, was machen wir Schönes? Ein Talahun-Schnitt. Talahun-Schnitt? Ja, ein Talahun-Schnitt. Habt ihr gehört? Talahun. Welche Talahun-Schnitt? Es gibt ja verschiedene. MJ Talahun-Schnitt. Mit Seitenscheitel. Ja. Yeah. MJ Talahun Schnitt? Was ist das denn? Bis hinten. MJ Talahun. Ich hab noch nie von einem MJ Talahun gehört, aber wir lassen uns mal überraschen. So richtig? Ja. Durchgezogene Linie, bis hinten. Ja. Kannst du Schattenboxen? Ja. Hast du dein Gucci-Cap dabei? Ja. Normal, er ist Fenerbahce-Jelle. Du weißt nicht, was sie können, Digga! Walla, will ich auch gerade sagen. Sieht aus wie Edward Schäfer, Digga. Edward. Alle gewinnen. Auch bester Mann, Alter. Der hat unsere Jugend geprägt, Digga. Der war der allererste YouTuber dann. Ja, okay, Bruder. Damit. Dann fangen wir jetzt gleich an. Okay. Talahun, ich geb dir ein Stückchen. Ah, okay, dieser Schnitt. Patron, Talahun, du machst Margetti. Fresh, la? Cap auf der Schulter, Bruder. Den kenne ich auch noch nicht. Krass, Bruder, der ist crazy. Der ist crazy. Du bist ein Marathon-Lahun. Bruder, Gucci Cappy auf Schulter. Hab ich auch noch nie so gesehen. Du sagst mir Pardon. Talahun, ich geb dir Angst. Ich bin der Patron. Geil, Alter. Du machst Margetti. Jetzt? Oh mein Gott, er macht sogar auf Bauchtasche. Bruder, der hat Trend seine Mutter auseinandergenommen. Ach du Bro ist on fleek. Bro ist Talahun. Talahun, ich geb dir Angst. Ich bin der Patron. Talahun, du machst Margarita, du sagst mir Pardon. Talahun, ich zieh dich zur Ecke, denn. Okay. Natürlich bisschen Schattenboxen. Muss auch sein, weißt du, was ich meine? Weil ansonsten ist er ja kein richtiger Talahun. Abdallah, ab heute, ich bin ein Talahun. Du kannst mir nicht, deswegen schau ich mich ab. Du. Ah! Guck, habt ihr gesehen, wie schnell es geklappt hat? Einfach bellen, Bruder. Einfach. Oh! 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 Ah!
Hau den an, guck mal. Ja, hau. Der klappt gleich, warte. Der wird gleich kaum passieren. Er weiß nicht, dass ich ein wahrer Taler Hund bin. Sicher? Hau! Entschuldige dich. Entschuldigung. Der Trick klappt normalerweise, das heißt, der ist kein Taler Hund. Das ist was anderes. Aber der klappt normalerweise. Ich bin schwarz, Bruder, ich darf kein Taler Hund sein. Warum? Ich bin schwarz, geht nicht. Was hat das damit zu tun? Schwarz können auch Taler Hund sein. Nein. Echt? Das lassen wir den Araber. Ja. Taler Hund lassen wir den Araber. Das kenne ich auch noch nicht. So Leute, das wär's auch schon mit dem Video. Checkt Instagram ab, checkt, keine Ahnung, zweiter Kanal ab, checkt Twitch ab, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich bin raus, heile, Taler Hund. Okay, das war's mit dem Video, mit der Taler Hund. Sag mal, bis zum nächsten Mal.